Am Donnerstagabend kam es auf der Landstraße 3236 zwischen Wattenbach und Wellerode zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Mann aus Wellerode schwer verletzt wurde. Er wurde nach Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei kam er von Richtung Wattenbach und war in Richtung Wellerode unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang durchfuhr er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit eine leichte Kurve, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Aufprall war so stark, dass das Fahrzeug herumgeschleudert wurde und in Fahrtrichtung Wattenbach zum Stehen kam. Für eine nicht angepasste Geschwindigkeit spricht auch die Aussage einer 42-jährigen Verkehrsteilnehmerin, die kurz nach dem Ortsausgang von Wattenbach von dem Unfallfahrer mit Lichthube und Hupe in riskanter Fahrweise überholt wurde. Das Fahrzeug des Mannes erlitt bei dem Unfall Totalschaden, der von der Polizei auf rund 1.500 Euro geschätzt wurde.